So I'm really delighted to introduce our second keynote, Professor Errol Yildiz. Errol is Professor of Education at the Institut für Bildungswissenschaften at the University of Innsbruck. I think we've probably all read your work, Errol. Not all of it, I'm sure, but we've all come across your work on migration, education, critical migration studies, migration and urbanism, and of course the concepts of post-migration. The most recent publication, I think the most recent larger publication, I think, is your volume on Nach der Heimat, Neue Ideen für eine mehrheimische Gesellschaft, published with Wolfgang Meixner in 2021. But of course, there are also the really influential collected volumes, Postmigrantische Visionen and Nach der Migration. And there is another one forthcoming, a monograph is forthcoming next year, and will be entitled Postmigrantisch Denken, Heimisch in einer globalisierten Gesellschaft. So we look forward to that. But first, we look forward to your talk today, and you will speak on alliances. And der Vortrag ist auf Deutsch. Also hinterher bei der Diskussion können Fragen dann gern auf Englisch gestellt werden, aber die Diskussion wird in erster Linie auf Deutsch sein. Ja. Vielen Dank für die nette Einführung und Vorstellung und auch Einladung nach London. Ich war, glaube ich, jetzt vor 20 Jahren in London gewesen. Und ich werde auf Deutsch halten. Ich dachte, das ist multilingual, ja. Und da meisten von Ihnen auf Deutsch können. Und daher werden wir das irgendwie hinbekommen. Den Vortrag habe ich Postmigrantische Allianzen genannt. Und ich werde Ihnen keinen systematischen Vortrag halten, sondern so Ideen zum Thema postmigrantisch und vor allem zum Hauptthema postmigrantische Allianzen. Ich werde nämlich so vorgehen. So, Moment. Stimmt da nicht. So. Genau. So, fange ich mal an. So. Ich werde Ihnen etwa so fünf Punkte. Ich werde anfangen geht das denn hier? Achso, jetzt, okay, jetzt habe ich das. Okay, Entschuldigung. Ich werde damit anfangen mit der Frage, also eine Frage der Perspektive. Ist das postmigrantisch eine Frage der Perspektive, je nachdem, wie man das sieht oder was man beim Sehen übersieht. Und dann werde ich Ihnen so ein kurzes, knappes Thema methodologischer Migrantismus, habe ich das genannt. Ich werde auch kurz dazu sagen, was ich damit meine. Und dann werde ich dann im dritten Punkt zur Idee des Postmigrantischen, habe ich das genannt, ich werde ein paar Punkte nennen, die ein bisschen deutlich machen, was ich selber unter dem Begriff Postmigrantischen verstehe. Und dann im vierten werde ich Ihnen Beispiele dazu geben. Und im fünften eher so ein Transtopie, so ein Begriff, den ich dann oft verwende. Und hier werde ich eher so transtopische Räume, habe ich das genannt, eher so im metaphorischen Sinne. Und im letzten Teil eher so ein bisschen analog zu Scholleck-Desintegration aus einer so kontrapunktischen Denkfigur, habe ich das genannt. Ich fange jetzt erstmal mit der Frage, eine Frage der Perspektive. Und ich fange jetzt
mit dem mit einem Beispiel, was das, was ich damit meine, ob das Postmigrantische eine Frage der Perspektive sein kann. Und ich fange mit einem Architekt, der in Favelas arbeitet, der aber das Leben in Favelas völlig anders beschreibt. Und der sagt nämlich, die erste Frage, die ich mir als Architekt stelle, sagte der in brasilianischen Favelas tätige Architekt, ist eigentlich immer die gleiche. Auf welche Weise nähere ich mich einer gegebenen Situation? Was steckt alles in meiner Strategie, um die Strukturen eines Ortes zu entziffern? Alles hängt von der Art und Weise ab, wie man eine Situation anschaut oder Fragen an sich stellt. Und zu einem gewissen Grad hängen also meine späteren Möglichkeiten davon ab, wie ich meine Fragen stelle. Und das auch hier eben, und seine Idee war, dass man das Leben oder beziehungsweise die Bewohnerinnen und Bewohner des, der Stadtteile dieser Favelas, der versucht eben zu, oder stellt die Frage, welchen Beitrag die Menschen, die in solchen desolaten, in Anführungszeichen, Stadtteilen leben, Beitrag zum Leben in diesen Favelas beitragen. Und eine weitere Perspektive wäre, dann habe ich dann noch jetzt, vielleicht kennen Sie Bille Meyer heißt es, ein Künstler und eine Filmmacherin. Entschuldigung, da bin ich erstmal weit, das irritiert mich, weil zwei darauf sind, ja. In der Falter, also die Wiener und Wiener kennen die Zeit, die Wochenzeitung, die, das war 2010 gewesen, hatten sie das Thema sprachliche Mischungen thematisiert, fanden sie interessant und da habe ich ein Zitat. Bilinguale Menschen hüpfen häufig zwischen den Sprachen hin und her. Ein Satz beginnt in der Muttersprache und endet auf Deutsch. Wenn das französische Diplomatenkind so etwas macht, finden das alle charmant. Wenn der türkische Migrant das tut, wird es fast schon als Anschlag auf den ganzen deutschsprachigen Kulturkreis gedeutet. Dabei sind solche neuen Mischformen ganz normal, ja. Das ist sehr interessant, ich kann ein anderes Beispiel dazu geben. Ich lebe in Innsbruck und Innsbruck hatte ich einmal was erlebt, das war wirklich interessant, im Bus, wo so Jugendliche saßen und sich unterhalten haben. Ich habe überhaupt nicht verstanden, das war im Dialekt, im Tirolerisch. Ab und zu mal hörte ich aber Wörter, die türkisch waren. Die habe ich auch nicht ganz verstanden, weil das auch tirolerisiert, also wie man so sagt, so tirolerisch war fast. Und für die war das ganz normal. Ja? Also das heißt, auch hier merkt man eben, wie Sprachen sich so mischen, so Dialekt oder tirolerisch oder deutsch. Von außen versteht man das nicht, aber für die, die solche Sprachen entwickeln, ist das eben normal. Und dann ein anderes Beispiel, was die Perspektive betrifft, da habe ich Janan Biller-Meyer, die ist eine ja, Künstlerin und Filmmacherin und den Satz fand ich sehr interessant, weil das auch in diese Richtung geht, die ich vielleicht postmigrantisch nennen würde. Sie sagt nämlich, in einer Gesellschaft der vielen brauchen wir auch die Geschichten der vielen. Und dann aus einem Interview habe ich den Ausschnitt gesagt, die Schlagworte migrantisch, Erinnerung und Geschichte sind hier wichtige Begriffe, weil sie mein Tun stets hinterfragen und antreiben. Wer und wie wird in der Geschichte repräsentiert, wer ist sichtbar in der Geschichtserzählung und wer nicht? Wem gehören wir, wem hören wir zu und wem nicht? Mich interessieren diese verborgenen Geschichten, die nicht in offiziellen Geschichtsschreiben zu finden sind. Gerade so das unoffizielle, verborgene, könnte man sagen, geht in die Richtung postmigrantisch. Und hier noch, vielleicht mal kurz zusammengefasst, könnte man sagen, das ist so ein Satz, eine Art des Sehens ist auch eine Art des Übersehens. Eben, was sieht man, was übersieht man? Und das heißt auch, das Beobachten, Sehen und Wahrnehmen sind eben aktive Handlungen. Eben, was sehen wir und was übersehen wir? Jetzt komme ich zum meinem diesen Begriff Migrantismus, einige sind nicht ganz damit einverstanden mit dem Begriff Migrantismus. Die Perspektive Migrantismus, deswegen habe ich das hier ausgewählt, weil diese Perspektive das Thema Migration oder was auch damit zu tun hat,
bisher geprägt hat. Und ihr habt das so genannt, Migratismus zum Analog, zum Orientalismus von Said, weil der Said ja auch historisch gezeigt hat, wie gewisse Bilder über Orientalen, Orientalismus entstanden sind. Wie ist die Idee, wie gewisse Bilder historisch über den Migranten entstanden sind, deswegen Migrantismus. Und wie man auf diese Weise eben gewisse, ja, so Normalität erzeugt hat. Und dieser Migrantismus basiert auf einem, ja, denken wir die, einheimisch, migrantisch, Migration oder Mobilität oder Migrant oder auch Mobilant. Und diese Perspektive Migrantismus hat eben zu Verfestigung und Normalisierung eine bestimmte Denkweise geführt. Ein Beispiel kann ich Ihnen geben, wenn man eingeladen wird in die Schule und die Lehrerinnen oder Lehrer sagen immer komischerweise auch sehr, sehr positiv gemeint, ja, wir haben viele Nationen, viele Kulturen in der Klasse, ja. Dann, man sieht aber nur Kinder, komischerweise. Ja, also das ist aber sehr positiv konnotiert. Und das auch hier kann man eben sehen, also wie das schon die Kinder auseinanderdividiert werden, wo Nation, Kultur subjektiviert wird, könnte man was nennen. Und das wäre so ein Beispiel, wie diese Migrantismusperspektive sich eben normalisiert hat. Und man findet auch so Begriffe, die kennt man halt, Metapher, die sehr oft vorkommen, in unterschiedlichen Kontexten vorkommen, im Begriff ethnischer Kolonie, aber einheimische Kolonie gibt es nicht. Ja? Oder Parallelgesellschaft kam später, Leben zwischen zwei Welten, Migrationshintergrund, fremde Ursprung, Migrantenliteratur, auch dazu werde ich ein Beispiel geben. Und auch hier, also diese Begriffe, die diese Idee oder die Perspektive des Migrantismus ausmachen. Und ein Beispiel wäre, das gibt so ein Buch mit dem Titel Migranten erzählen, habe ich das nochmal mitgebracht. Und das ist sehr interessant, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, im Reklam erschienen, weil sie haben hier nämlich Texte von Autoren, auch Hertha Müller kommt, also fast auch die heute vorgestellt wurden, kamen auch hier vor. Und für die Schule gedacht. Dann gibt es immer Texte, da gibt es Fragen dazu hinten. Und dann vorne, dann ist interessant, dann aus dem Vorwort, dann steht nämlich, die Texte dieser Anthologie bieten den Schülern die Möglichkeit, Einblicke in Lebensbereiche zu gewinnen, die für sie bis dahin womöglich hinter Vorurteilen und oder falschen Vorstellungen verborgen lagen. Sie begegnen dann fremden Lebensweisen und Mentalitäten, ebenso wie der ganz eigene Kultur der Ausländer in Deutschland. Ja. Also das ist halt, die Texte sind interessant, aber das ist, so wird das eingeführt und interessant ist in diesem Buch, ganz hinten haben sie noch andere Texte, komischerweise drei oder vier zum Thema Migration und Kriminalität, dann zeigen sie, wie man die Migranten kriminell wird, ja. Und dann gibt es noch Tabellen, so ein Modell, wie man am Schluss Volldeutsch wird. Ja. Also ein Begriff, der auch in einer Studie Anfang der 80er erstellt wurde, wo sie diskutiert haben, wie man Volldeutsch wird. Ja. Und hier sagen die Volldeutsch, sondern Schritte der Assimilation wird das nochmal genannt, ja. Mehrere Texte. Also so ein Beispiel eben, was ich unter Migrantismus verstehe, sind so natürlich Beispiele. Ein anderes Beispiel wäre hier, dass dieses Metapher, die Sie kennen, Leben zwischen zwei Kulturen, ja, oder zwischen Welten. Ja. Das ist interessant, weil das wie eine Krankheit wahrgenommen wird oder eine kulturelle Dystrophie, je nachdem. Und hier merkt man eben dieses Eindeutigsein. Das heißt, Zwischensein ist immer problematisch, immer wie eine Krankheit. Also man muss eindeutig sein, ja, entweder oder. Und auch das, was in diesem Buch, in diesen Texten vorgestellt wird, geht auch in diese Richtung, wie das immer genau gezeigt wird. Am Schluss, wenn man so ein, man nennt das hier identifikative Integration, also wenn man sich mit dem Land identifiziert, dann ist man voll deutsch, ja. Und dafür kriegt man keinen Pass, aber immerhin, ja. Ich verwende vielleicht kurz hier, um das zu zeigen, so ein bisschen aus dem Bereich der Kunst. Migrantismus ist natürlich ein Ordnungsdenken, könnte man das geordnet. Und die räumt die Wirklichkeit nach gewissen Kriterien auf. Und hier kann man sagen, nach ethnisch-nationalen, wir haben viele Kulturen oder wir haben viele Nationen in der Klasse. Und Sie kennen vielleicht Ursus Welle aus der Schweiz, der die Idee hatte, Kunst aufräumen. Vielleicht kennt das von Ihnen jemand, der einfach die Bilder von bekannten Künstlern einfach aufräumt. Ja?
Und ich habe noch zwei Beispiele. Ich denke, das bringt das eben, dieses Aufräumen, diese Perspektive des Migrantismus sehr gut zum Ausdruck. Er zeigt, dass das wäre so eine urbane Situation, wo unterschiedliche Menschen, die spielen, man kann das aufräumen, ja, oder hier, man kann auch Sprachen aufräumen. Das würde ich auch so sehen. Also auch das ist halt, ich denke, dieser Migrantismus hat eben dazu geführt, dass man sehr aufgeräumt, aber auch nach gewissen Kriterien aufgeräumt denkt, ja. Und ich komme jetzt zum Thema postmigrantische oder die Idee des postmigrantischen. Und ich will, wir haben eine Reihe, die heißt postmigrantische, ich habe nochmal mitgebracht, wenn man reinschauen will. Studien heißt das und auch, ich habe so einen Ausschnitt aus dem Text jetzt, das postmigrantische fungiert als offenes Konzept für Betrachtung sozialer Situationen von Mobilität und Vielheit. Es macht Brüche, Mehrdeutigkeit und marginalisierte Erinnerungen sichtbar, die nicht etwa am Rande der Gesellschaft anzusiedeln sind, sondern zentrale gesellschaftliche Verhältnisse zum Ausdruck bringen. Kreative Umdeutungen, neue Erfindungen oder theoretische Diskurse, die vermehrt unter diesem Begriff erscheinen, postmigrantische Kunst, Literatur, postmigrantisches Theater, postmigrantische Urbanität und Lebensentwürfe, signalisieren eine neue, inspirierende Sicht der Dinge. Mit der Reihe postmigrantische Studien wollen wir diese Idee und ihre wegweisende Relevanz für eine kritische Migration und Gesellschaftsforschung aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und dazu einladen, sie weiter zu denken. Ja, das ist der Ausschnitt, also das ist die Idee, die wir hatten, eher eine offene Denkweise. Das möchte ich nochmal hervorheben, dass es sich hier eben um eine offene Denkweise handelt. Das Postmigrantische ist, könnte man sagen, aus der Kritik des Migrantismus, da habe ich mal kurz vorgestellt, was ich damit meine, ähnlich wie der Postkolonialismus aus der Kritik des Kolonialismus, ja, und bezeichnet eine offene Denkweise und geht von Perspektive und Erfahrung von Migration aus, favorisiert eine kontrapunktische Lektüre, etwa Said, und macht das Unsichtbare sichtbar und Undenkbare denkbar. Ein Zitat vielleicht hier noch von Said. Said versucht also, um diese Beziehung zwischen Konstrukten von Orient und Okzident zu analysieren, schlägt er nämlich eine Lesart vor, die er als kontrapunktisch bezeichnet und plädiert dafür, das kulturelle Archiv nicht als univokes Phänomen zu lesen, sondern kontrapunktisch. Deshalb müssen wir die großen kanonischen Texte ja vielleicht ganz das ganze Archiv der modernen und vormodernen europäischen und amerikanischen Kultur mit dem Vorsatz lesen, alles, was in solchen Werken stumm, nur marginal präsent oder ideologisch verzerrt dargestellt ist, herauszustellen, zu bezeichnen und ihm Nachdruck und Stimme zu verleihen. Ja, das finde ich interessant, dieses kontrapunktische eben, das Sachen sichtbar zu machen, die bisher unsichtbar geblieben sind. Also vielleicht mal, ich würde mal so drei Punkte nennen. Man kann auch mehrere Punkte diskutieren, die ich wichtig finde für diese Denkart postmigrantisch. Erstens, Geschichte der Migration, neu denken, erzählen. Hier geht es darum, eine andere Genealogie der Gegenwart zu erzeugen. Dann haben wir die zweite, dritte, vierte Generation, die eher mit diesem Begriff Migrationshintergrund bezeichnet werden, die aber selbst eben neue Perspektiven, Ideen, aber auch Allianzen entwickeln. Und der dritte wäre eher so Migration als Perspektive, nicht als Gegenstand, was bisher der Fall war, sondern Perspektive zu nehmen und als ein konstitutives Element der Gesellschaft zu sehen. Und wenn man die drei nimmt, dann könnte man sagen, man erzeugt auf diese Weise eine neue Topografie oder Kartografie des Möglichen. Ich habe noch zwei Zitate hier, die das ein bisschen zum Ausdruck bringen, was damit gemeint ist. Bei Baba heißt das radikale Revision der gesellschaftlichen Zeitlichkeit und bei Heul Bruch mit der gesamten historiografischen Großnarrative. Und ein Beispiel, also jetzt ein paar Punkte dazu, Geschichte der Migration, neues Denken. Erstens geht es hier, das finde ich interessant, weil die erste Generation, die hat man irgendwie abgeschrieben, ja. Man kann auch die Geschichte neu erzählen, auch hier zeigen, wenn man kontrapunktisch denkt, was wurde nicht erzählt, was die Geschichte betrifft, weil dieser Migrantismus hat dazu geführt, dass man nur bestimmte Sachen erzählt hat, der Rest blieb eben außen vor.
Und da könnte man eben versuchen, auch andere Perspektiven sichtbar zu machen und auch auf diese Weise ein anderes Bewusstsein über Migration zu erzeugen. Und das, was man zurzeit beobachtet, finde ich interessant, dass die zweite, dritte oder vierte, also die Nachfolgegeneration, die Geschichte ihrer Eltern oder Großeltern neu und auf eigene Weise erzählen. Man könnte hier von einer Art so Migrationswissen nennen. Dieses Migrationswissens wird eben oft genutzt für ihre Positionierung auch Allianzen. Also das vielleicht mal kurz zu dieses Thema Migrationswissen. Ein Beispiel wäre hier, wie das genutzt wird, Import-Export. Das sagt Ihnen vielleicht nicht viel, aber das war interessant, weil die erste Generation, die kamen und irgendwann mal hatten sie Läden aufgemacht und die haben es einfach Export-Import genannt, aus welchem Grund auch immer. Überall fandet man in Köln oder in Wien, hieß es einfach Export-Import. Man kann sagen, das war so postmoderne Tante-Emma-Laden, je nachdem, wie man das sieht. Und dann haben sie dann die nachfolgende Generation diese Idee Export-Import aufgegriffen und haben sie ein Export-Import-Bar in München. Das war so eine Umdeutung dieses Begriffes. Und wo dieser Gemüseladen oder dieser Tante-Emma-Laden dann halt umfunktioniert wurde. Und das Import-Export in München ist ein, so nennen sie sich, diskursiver Raum für Kunst, Musik und Soziokultur, in dem reflektiert, kontextualisiert, gefeiert und gelebt wird. Und es gibt, was den zweiten Punkt betrifft, postmigrantische Generation, so eine neue Publikation auch aus Innsbruck, Postmigrantische Generation heißt das, und sie, die Anita Roth, die auch hier war, hat versucht, eben dieses Migrationswissen, wie das tradiert wird in den Familien, die aber von den zweiten, dritten Generation genutzt wird, hat sie dann mit so einer qualitativen Studie, ist auch erschienen in der Reihe. Dann, was ist los mit diesen Kids? Warum reden sie so seltsam? In Wien entwickelt eine Migrationsgeneration ihre eigene Slang, höchste Zeit, ihnen zuzuhören. Ich habe ein Beispiel gegeben, wie dass sie auch andere Sprachen eben entwickeln. Man findet auch hier so drei Frauen, die auch zu dieser Nachfolgegeneration, der postmigrantischen Generation gehören, die auch hier versuchen, eine neue Perspektive, Lebensentwürfe entwickeln. Und diesem Buch, Wir Neue Deutschen, was wir sind, was wir wollen, ist dann interessant, weil sie drei ihre eigenen Erfahrungen in den Mittelpunkt rücken. Auch hier kommt dieses Wissen, das Migrationswissen, sehr deutlich zum Ausdruck. Oder ein anderes Beispiel hier von Ferda Ataman, hör auf zu fragen, ich bin doch von hier. Und auch hier kommt diese Befragungen auf die oft stattfinden. Und ein Zitat aus diesem Buch, wenn Standarddeutsche die AfD wählen, sind sie besorgte Bürger. Wenn Özil sich neben Erdogan stellt, ist er schlecht integriert. Sobald wir einen Fehler machen, kommen auch unsere ausländischen Wurzeln ins Spiel. Wir stecken in ewigen Bildungsschuld, wir genießen nur Gastrecht. Ja. Ein anderes Beispiel, was die Ideen der Nachfolgegeneration, der postmigrantischen Generation betrifft, ist Wina Jun aus Wien. Sie ist eine freie Journalistin und Künstlerin. Sie hat ein Interview mit ihr geführt. Sie sagt nämlich, das Postmigrantische ist keine abstrakte Idee, sondern bezieht sich auf sehr konkrete Erfahrungen mit Rassismus, Marginalisierung und Othering. Und sagt weiter, wir lassen uns nicht mehr von der Mehrheitsgesellschaft definieren, sondern definieren uns selbst. Wir sind keine Identität, sondern eine Perspektive. Uns eint nicht das Schicksal oder irgendwelche identitäre Merkmale, sondern der gemeinsame Bezug auf marginalisierte Erfahrungen und marginalisiertes Wissen. Und kommen zum dritten Punkt. Migration ist kein Sonderthema. Die Gesellschaft, also postmigrantisch denken, das ist die Idee, eben eröffnet Möglichkeiten, gemeinsame Widerstände gegen Rassismus, Abwertung und Diskriminierung in den Blick zu nehmen und auf eigene Gegenwart zu fokussieren, die jenseits jeglicher Identitätspolitiken und Solidaritäten und Allianzen von Menschen ausgeht und unabhängig davon, wo sie herkommen und welche Herkünfte sie aufweisen. Also das finde ich, das geht eben, postmigrantisch heißt nicht eben migrantisch, postmigrantisch heißt eben darüber hinaus, ja. Und deswegen auch hier diese offene Idee, da gibt es einen von Loré, also es gibt ein Buch mit dem Titel Postkolonial und Postmigrantisch,
Und da hatte sie dann einen sehr guten Beitrag dazu geschrieben. Postmodernistische Kunst, Literatur, Musik, Allianzen definieren sich eben nicht über die Herkunft ihrer Akteure, sondern über die Perspektiven, die in unterschiedlichen Bereichen entwickelt werden. Und auch hier waren ja Beispiele aus dem Bereich der Literatur. Und sie bleiben in ständiger Bewegung, pflegen einen anderen Umgang mit wissenschaftlichen, literarischen, künstlerischen Traditionen, hinterfragen die hegemonialen Repräsentationsregime und verschieben die Grenzen der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, indem marginalisierte Perspektiven artikuliert und marginalisiertes Wissen sichtbar gemacht werden. Und jetzt komme ich zu Allianzen. Das waren eher so Ideen, Perspektiven und Entwürfe von der postmigrantischen Generation. Und die postmigrantischen Allianzen basieren nicht auf ethnisch-nationalen Herkünften, sondern auf einer geteilten Haltung, wie das Manifest von Kanak Attack, kennen Sie, das könnte man das so eine Art Allianz gewesen oder ist immer noch, dass man weiß, wer dazu gehört, finde ich eigentlich sehr interessant. Ich zitiere ganz kurz, Kanak Attack ist ein Zusammenschluss von Leuten über die Grenzen zugeschriebene, quasi mit in die Wiege gelegte Identitäten hinweg. Kanak Attack fragt nicht nach dem Pass oder nach der Herkunft, sondern wendet sich gegen die Frage nach dem Pass und der Herkunft. Unser gemeinsamer Nenner besteht darin, die Kanakisierung bestimmter Gruppen durch rassistische Zuschreibungen mit all ihren Folgen anzugreifen. Kanak Attack ist antinationalistisch, antirassistisch und lehnt jegliche Form von Identitätspolitiken ab, die sich etwa aus ethnologischen Zuschreibungen speisen. Also es geht um diese geteilte Haltung, das finde ich sehr wichtig mit Allianzen. Es geht um solidarische Praktiken, die eben unter restriktiven und marginalisierten Bedingungen entwickelt werden. Praktiken, die die etablierten Differenzordnungen hinterfragen und irritieren. Ähnlich, auch darauf möchte ich nochmal kurz hinweisen, ist die Idee des postmigrantischen, also wie die Idee eben, wie ich sagte am Anfang, eine offene Idee, ist auch die Bündnisse ein offene Bündnis. Also Allianzen, das finde ich nicht festgefügte Gruppe, sondern das sind, ich werde Ihnen Beispiele geben nachher, die sich aber in unterschiedlichen Bereichen formieren, in Film, Literatur, Musik, Kunst, Theater, Zivilgesellschaft. Und das, was vielleicht im Mittelpunkt steht, wäre eher die Widerständigkeit, könnte man also Widerstand, eine Art. Postmigrantische Allianzen brechen mit der hegemonialen Ordnung und hinterfragen die kategorialen Klassifikationen und zum Teil auf ironische Weise. Und das werde ich ein bisschen hervorheben, Ironie als Widerstand. Und dieses Bruch mit dem Regime oder mit dem repräsentativen Regime und die Verschiebung der existierenden Aufteilung der sinnlichen archivistischen auf Rancière, das ist das, was auf die durch ironische Widerstand erzeugt wird. Durch postmigrantische Allianzen wird die hegemoniale Wir-Sie-Logik, nach der definiert wird, wer sichtbar ist, was sagbar und machbar ist und wer dazu gehört wird, verwischt und durcheinander gebracht. Und hier auch beziehe ich mich auf Rancière, die Idee des Politischen. Und die postmigrantischen Allianzen bieten die Möglichkeit, die Aufteilung der Sinnlichen zu verschieben. Sie stellen die Regeln und Grenzen des Hegemonialen zur Disposition und ermöglichen Denkalternativen, Sichtweisen, Erfahrungsräume, die bisher unsichtbar oder marginalisiert wurden. Und dazu also ein Zitat von Rancière: Sie tragen dazu bei, eine neue Landschaft des Sichtbaren, des Sagbaren und Machbaren zu zeichnen. Und ich werde Ihnen jetzt nur ein paar Beispiele geben, was ich diese offene Bündnisse und Allianzen genannt habe. Eben Kanak Attack, ich habe eben kurz das Selbstverständnis mal vorgelesen, wo Sie sagen, dass es geht um eine Haltung, das ist sehr wichtig. Und die eben versuchen, so gegen diese Normalisierungspraxis, Hegemoniale oder gegen Kanakisierung zu kämpfen. Das wäre dann ein Beispiel, wo das eben Kanak Attack ist etwas Negatives, das wird aber übernommen und aber umgedeutet, ironisch umgedeutet. Das kennen Sie natürlich, weil die Idee des Postmigrantischen ja durch das Theater bekannt geworden ist, damals in Berlin, das Postmigrantische Theater, und wo auch hier versucht wird, so mit Klischees
umzugehen, ein bewusstes Spiel mit Klischees. Die ist ja jetzt nicht mehr die Leiterin des Theaters, die Shermin Lankov, da sagt Ihnen das der Name. Und ich habe ein Zitat aus einem Interview von ihr, die sagt, wir haben uns das Label postmigrantisch gegeben, weil wir mit dem oben beschriebenen Zustand brechen wollten. Gleichzeitig geht es um Geschichten und Perspektiven derer, die selbst nicht mehr migriert sind, diesen Migrationshintergrund aber persönliches Wissen und kollektive Erinnerung mitbringen. Darüber hinaus steht postmigrantisch in unserem globalisierten, vor allem urbanen Leben für den gesamten gemeinsamen Raum der Diversität jenseits von Herkunft. Auch hier geht es um die Haltung, nicht um Herkunft. Ja. Und dann ein anderes Beispiel, das ist auch ein Spiel mit dem Begriff integrieren, ja, Volldeutsch werden. Und integrierbar, das war so in München gewesen, die haben das einfach sich so genannt, auch ähnlich wie Export-Importbar, sondern integrierbar, wo sie auch so Beispiele, wo sie auch hier versuchen, eben andere Perspektiven sichtbar zu machen, die im öffentlichen Diskurs eher unsichtbar geblieben sind. Und das, was Sie auch vielleicht kennen, ist die Migrantenstadel. Das ist eher so ein Weblog. Und das ist auch sehr interessant. Ich lese mal kurz das Selbstverständnis der Allianz, kann man das nennen. Das ist auch eine Art Allianz. Ja. Migrantenstadel ist ein Blog von und für grenzüberschreitende Dadaisten und Textterroristen mit provokativen, subjektiven, politischen Ansichten und Geschichten aus dem Migrantenmilieu und darüber hinaus in München und anderswo. Migrantenstadel ist die Stimme mitten aus der Peripherie. Und die das ein bisschen vorantreibt, Tunay Önder, das ist eine sehr interessante Person, ist ein Soziologen, die hatte ich mal vor Jahren in München kennengelernt. Da gab es vor 2 Jahren eine Biennale in Karlsruhe. Und das war sehr interessant gewesen, weil sie auch mit den Sprachen, die versuchen immer, in Wiesbaden, Biennale hin und zurück. Also das heißt, wo die verwenden diese Gastarbeitersprache eigentlich. Zurück ist das auf Türkisch, würde man mit S schreiben, zurück und Einwanderung schreibt man mal mit A, Y und das ist eine sehr, sehr interessante. Es gibt ein Buch, heißt Migrantenstadel. Sie haben alles dokumentiert, das ist ein Blog, die Blogbeiträge. Und da sieht man eben, Tischgespräche kanalisiert euch oder eben Tischgespräch, postmigrantische Schlammschlacht oder integriert euch nicht. Also das ist auch die ähnlich wie Scholek aus Berlin, dass das in diese Richtung geht. Und ein weiteres Beispiel wäre, das ist etwas aktueller, ist die Datteltäter. Datteltäter, die dann auch ziemlich bekannt geworden sind, weil sie dann halt hier, also ihr seid anständige Allmanns, alles umgedreht, wird das interessant, alles umzudrehen und die anderen damit konfrontieren. Und die greifen in ihren zum Beispiel ironisierenden, scharfsinnigen, subversiven, komischen oder zum Nachdenken anregenden Videoclips auf klassisch-satirische Stilmittel wie maßloses Übertreiben, Karikieren, Untertreiben, Andeuten, Umkehren oder Ironisieren von gesellschaftlich etablierten Normalitätsvorstellungen sowie reproduzierten Zuschreiben über Geschlecht, Herkunft oder Religion. Das wäre ein anderes, wäre im Bereich der Musik, könnte man das nennen. Rap als Widerstand, kann sagen, das ist S-Rap aus Wien, ein Geschwistertour aus Wien. Beide sind in Wien, in Otakring, geboren, aufgewachsen. Ihre Eltern kamen aus der Türkei. Auch ein Zitat aus einem Interview von mir, die sagen, ich kann mich erinnern, zuerst waren wir Türken, dann waren wir Österreicher, dann Menschen mit Migrationshintergrund. Ich kann mich gut erinnern, meine Sozialarbeiterin hat immer gesagt, Esra, du bist Österreicher mit türkischen Wurzeln, du bist keine Türken mehr. Also es gab von außen sehr viele Zuweisungen, was unsere Identität ist, genau. Und Tschuschistan, also Tschusch ist ähnlich wie Kanak, und es gab einen so einen Song von denen, heißt, die Tschuschen sind da, heißt das immer, ne? Und Tschuschistan war so ein bisschen auch eine Selbstfindung oder so eine Utopie-Vorstellung, ja, ein Ausschnitt aus dem Interview. Ich bleibe nochmal in Wien, gibt es noch Salam Oida, das ist auch so ein Spiel, Alter heißt das eigentlich, so wird das mal verwendet, ist so eine Online-Offline-Community-Plattform aus Wien,
ein sicherer Raum für künstlerische Weiterentwicklung, eigenmächtige Selbstbestimmung und Präsentation und Empowerment. Wir feiern uns, wir fördern uns gegenseitig und wir fordern Österreichs Kunst, Kulturszene heraus, konventionelle Normen kritisch zu überdenken. Da steht immer, wir sind radikal, radikal künstlerisch, radikal wissig, radikal ehrlich. Ja. Und dann steht noch, was wollen wir? Descartes sagte, ich denke, deswegen bin ich. Wir sagen Salam Aida, wir haben mehr als eine Lebensrealität, also sein oder fremdbestimmt werden, philosophiere und lerne mit uns. Ich finde es interessant, auch diese Perspektive. Jetzt komme ich noch, jetzt gehe ich noch nach Berlin. Es gibt eine Cinema Transtopia, die gibt es schon seit einigen Jahren. Die haben auch diesen Begriff Transtopie verwendet, Transtopia. Und die machen auch Filme, das ist sehr interessant. Die waren also jetzt umgezogen nach Berlin-Wedding. An seinem neuen Standort in Berlin-Wedding wird Cinema Transtopia als transnationaler Raum für Film, Kultur, Kunst, Wissen und Nachbarschaft verstetigt und schlägt eine Brücke zwischen Stadtraum und Film als kulturelle Praxis. Hier wird ein Ort geschaffen, der urbane und transnationale Selbstverständlichkeiten lebt, der Zugänge schafft, zu Diskussion anregt, weiterbildet, bewegt, provoziert und ermutigt. Das Kino wird zu einem Treffpunkt an den Menschen, nicht nur die Filme wegen zusammenkommen, vielmehr entwickelt es sich zu einem lebendigen Diskursraum, ein Raum des Zusammenlebens, Arbeit und Lernens. Cinema ist auch türkisch, deswegen S, ja, also vielleicht kurz. Ich vielleicht, weil hier auch der Begriff Transtopia kam, postmigrantische Allianzen schaffen transtopische Räume, in dem unterschiedliche Elemente aufgegriffen, miteinander in Bezug gesetzt und in unterschiedlichen Bereichen übersetzt werden, Kunst, eben Musik, Literatur, Zivilgesellschaft. Diese Übersetzungspraxis ist eine ambivalente und kritische Auseinandersetzung mit hegemonialen Differenzordnungen. Und auch hier werden diese negative Zuschreibungen, habe ich in Beispiele genannt, übernommen, politisch umgedeutet und transkodiert. Und Heul verwendet den Begriff transkodieren, finde ich eigentlich sehr passend, Transtropie. Und diese Transkodierung als eine politische Praxis, als Dissens im Sinne Rancière, der das repräsentative Regime irritiert, die Bestände aufteilt, das Sinnliche neu denkt und eine neue Topografie des Möglichen entwirrt. Und die Praxis der Transkodierung, hier geht es darum, so ist das bei Hall, dass die Bedeutung und dass man sich die Bedeutung aneignet, indem sie neu benutzt, neu denkt. Ja, also das sagt, die Begriffe sind immer offen. Und Bedeutungen bleiben eben uneindeutig und diese Uneindeutigkeit ermöglicht eine kritische Auseinandersetzung. Und man findet sehr unterschiedliche Transkodierungen hier eben, wenn die Geschichte neu erzählt, neu gedacht wird oder wenn man sich sehr unterschiedlich mit diesen hegemonialen Ordnungen auseinandersetzt oder auch diese ironische Umdeutungen. Man schafft Räume, ich nenne das eben transtopische Räume im metaphorischen Sinne oder Transtopie als kollaborative Wissensproduktion. Das sind Räume, in denen unterschiedliche, widersprüchliche, mehrdeutige, lokale wie grenzüberschreitende Elemente miteinander verknüpft werden und sich zu lokalen Strukturen, Allianzen und Kommunikationsformen, Lebensentwürfen verdichten, in denen herrschende Normen in Frage gestellt und neue Denkalternativen entstehen. Hier so könnte man das so nennen, also kann ein Ort des Übergangs sein, an Übersetzung sein, Denkraum, an Erinnerung sein, aber auch ein Lebensentwurf sein. Transtropie, dieses Prozess oder dieses Transportieren kann auch ein Bildungsraum sein. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Desintegration als Kontrapunkt hier denkt Foucault. Hier beziehe ich mich ein bisschen auf das Idee von Čolek. Und auch hier sieht man, wie auf unterschiedliche Art und Weise Gegenerzählungen oder Gegenbilder entworfen werden und auf diese Weise eben eine andere Repräsentation bzw. Artikulation von Migration in das kulturelle Gedächtnis eingebracht wird. Diese Formen sind, wenn auch auf unterschiedliche Weise, als Aufruf zu verstehen, sich der Forderung nach Eindeutigkeit zu widersetzen, die nationalen Deutungen zu irritieren und alternative Ideen, Visionen zu entwerfen. Und hier habe ich das nochmal halt an Čolek Buch. Das Interessante ist, dass hier, dass auch bei Čolek, dass diese desintegrativ oder abweichend wahrgenommenen Elemente eher dann halt umgedreht werden. Ja, und
dass desintegrative Handlungen zeigen, dass es eben andere Perspektiven, Ideen und Möglichkeiten gibt, Gesellschaft, Kultur, Kunst oder Ort neues Denken. Und die desintegrativen Momente brechen mit diesen offiziellen, national orientierten Vorstellungen von Integration und entwerfen eine neue Kartografie eben des Möglichen. Und ich würde jetzt zum Schluss ein Zitat vorlesen, also nicht eigentlich ein Zitat, aber ich dachte, das passt sehr gut dazu. Ich habe das selbst erlebt in Berlin, weil eben das Cinema Transphobia, als ich nämlich da war, also nicht davor, das war vor ein paar Jahren gewesen. Ich lese mal ganz kurz vor, das ist, schau mal, die Italiener kann Türkisch. Ich lese mal kurz, nach einem Symposium in Berlin-Kreuzberg teilten uns die Verantwortlichen mit, dass sie für die Vortragenden einen Tisch beim Italiener reserviert hätten. Das ist interessant, dass man immer sagt, also das erste Mal mir jemand gesagt hat, wir gehen zum Türken, wir wollen essen gehen, habe ich gesagt, warum gehen wir zum Türken? Also das habe ich überhaupt nicht verstanden, dass vor Jahren zum Studium nach Köln kam, weil das umgekehrt, so würde man nicht sagen, wir gehen zum Deutschen, dann würde ich sagen, wir gehen zum Deutschen, aber man sagt zum Asiaten, zum Europäern geht man nicht, aber zum Asiaten geht man. Ja, auch hier sieht man eben, wie Sprachen eben verwendet werden. Und am Eingang des Restaurants wurden wir von einem sonnengebräunten, gut gelaunten Kellner empfangen, der sich mit italienischem Temperament vorstellte, ich bin Sergio und ich werde Sie heute Abend bedienen. In der nächsten Stunde war er stets aufmerksam, erkundigte sich nach unseren Wünschen und wechselte ein paar Worte. Als wir schließlich gingen, begleitete er uns bis zur Tür und sprach mich auf Türkisch an. Auf meine überraschte Frage antwortete er, Türken erkennen sich einfach, und erzählte mir, dass sein richtiger Name Sergian sei. Er aber seinen Namen geändert hat, weil er seit 15 Jahren in diesem italienischen Restaurant arbeitet. Sergio komme bei den Gästen einfach besser an. Ich spreche sowieso besser Italienisch als Türkisch. Die anderen Gäste beobachten uns interessiert. Einer sagt anerkennen, schau mal, der Italiener kann Türkisch. Ja. Auch hier sieht man eben, wie uneindeutig ist, dass das von außen. Vielen Dank. Ganz vielen Dank, Errol. Ich denke, wir haben da viele Anstöße für unser weiteres Denken über das Postmigrantische, auch spezifisch in der deutsch-jüdischen Literatur. Ich fange mal an mit der ersten Frage. Also von den Beispielen, die du gegeben hast, die ja Beispiele sind für Allianzen zwischen einem eigentlich soziokulturellen, theoretischen Ansatz und dann aber eben Kunstformen. Ja. Ja, also diese Allianzen oder diese Zusammenarbeit, die privilegiert ja bestimmte Formen in der Literatur, nehme ich an, oder nicht nur in der Literatur, überhaupt in der Kunst, also bestimmte, also Ironie zum Beispiel. Ne? Ironie ist ja offensichtlich, wenn es darum geht, sichtbar zu machen, ohne didaktisch zu werden, dann ist Ironie. Kannst du darüber noch ein bisschen mehr sprechen, wie das funktioniert und ob es noch andere, also welche anderen Strategien du für besonders wichtig hältst? Also ich meine, das findet man auch in der Wissenschaft natürlich auch, die postmigrantische, dann wurde in der Wissenschaft versucht wird, vielleicht jenseits der Migrationsforschung zu denken, kann man das fast sagen, weil das die Migrationsforschung, wenn man historisch denkt, habe ich ein Beispiel gegeben, hat wirklich dazu geführt, dass man eben diesen Migrantismus, nenne ich das, und auch man findet da auch innerhalb der Wissenschaft gewisse Perspektiven, die eben in diese Richtung gehen. Man findet aber auch, das habe ich die Beispiele hier nicht drin, auch in der Zivilgesellschaft natürlich, die auch nicht nur ironisch, sondern auch konkreten Sachen aufgreifen, thematisieren. Das, was in Hanau, also gegen Rassismus, ganze Initiativen, die könnte man auch, also ich würde das als postmigrantisch nennen. Es gibt aber natürlich Gruppen die oder Allianzen, die sich selbst nicht postmigrantisch nennen. Ja, ich würde das aber trotzdem, also ich würde es so nennen, also insofern gibt es eben Gruppierungen oder Allianzen, Bündnisse, die
schon postmigrantisch nennen. Es gibt welche, die das nicht so nennen. Ich würde es aber so nennen. Und auch hier, wenn man das Beispiel nimmt, Migrantenstadel würde sich postmigrantisch nennen. Aber Datteltäter kannten sie den Begriff nicht. Ich habe ein Interview mit denen geführt. Ja, das fand ich aber interessant. Und man findet auch eben so Einzelpersonen, die auch, also nicht Allianz. Ich meine, das ist immer so ein bisschen schwierig mit dem Begriff Allianz. Deswegen dachte ich, das wäre eine offene Denkweise. Und ich fand einfach das Zitat von Vina Jun, das ist interessant, die Wiener heißt ein Wien, ja. Mhm. Das, weil die haben immer, die aus den Korea kamen, haben sie immer gewisse Namen genannt, haben sie Wien genannt. Wien heißt auf Koreanisch Wien. Und ich fand interessant, was sie gesagt hat, dass das eben das, was uns eint, ist nicht irgendwelche Herkünfte, identitäre Merkmale, sondern ein gewisses Wissen, eine gewisse Erfahrung, ein Bezug darauf. Und deswegen, diese Bezüge findet man in unterschiedlichen Kontexten. Das ist mal schwierig, jetzt so, dass ich habe noch nur halt etwas plakativ jetzt natürlich gemacht, aber man kann das auch eben weiter denken. Ja. Danke. Gibt es noch Fragen? Meine Frage ist, wenn wir bei transtropischen Raumräumen sind, so if we're thinking about like transtropic spaces and how these break down divisions and space for life, I'm really interested in how within the academy or the people working in the academic sphere, we can work with artists. And so lots of the examples were all artistic work. And how? What kind of help tools is demanded from us as academics when we're trying to engage with post-migrant work in a way that's not simply saying somebody else is thinking again? I think you did a really wonderful example of how to take elements of this work and think with it and go further or bring something new to it, but how do we make sure we're not appropriating thought from artists into the academic sphere? How do we make sure it's working in alignment? Also ganz kurz ist die Frage, wie wir als Akademiker mit Künstlern zusammenarbeiten können, ohne einfach nur in akademischer Sprache das zu wiederholen, was diese Künstler tun. Also ich bin deswegen, war ja meine Idee, auch dieser Postmigrant ist ja eine offene Idee. Und auch ich habe das ja nochmal kurz von der hier vorgelesen, dass wir das nicht so eng sehen. Das Problem ist, wissen Sie, dass man hier immer danach gefragt wird, ja, welchen Ansatz und so weiter. Ist das ein Ansatz? Ist kein Ansatz, ist eine Idee, Punkt, ja. Also dass, wenn man Idee ist, offene Idee ist, und weil, wenn man Ansatz sagt, dass wenn ein Postmigrant zu einem Ansatz wird, dann ist das das Ende. Ja. Das kann man das vergessen, ja. Deswegen, ich finde es sehr wichtig, das eine offene Denkart zu nehmen, dann kann man, wenn offen heißt eben, dass auch Kunst und so weiter, ohne es eben zu bewerten, wobei das immer bewertet wird natürlich, weil ich selber nutze viele Sachen aus dem Bereich der Theater, Kunst und wenn man irgendwo einen Vortrag bei den Sozialwissenschaften heißt das, ja, was das passt doch nicht, ja, weil man immer noch, auch wenn oft immer gesagt wird, interdisziplinär finde ich noch schlimmer als disziplinär, weil das noch mehr diszipliniert wird. Ich bin eher dafür, dass man erstmal ein bisschen entdiszipliniert. Also ein postmigrantischer wäre vielleicht erstmal so eine Entdisziplinierung, weil das Entdisziplinierung natürlich auch dazu führt, dass man andere Sachen sieht, dass man bisher nicht gesehen hat und dass man offener geht. Also das vielleicht mal kurz. Insofern finde ich die Idee von Ihnen schon so denke ich auch. Ja, dass man nicht, weil aber sonst führt das alles immer die Frage, wir können das definieren. Hier, man will immer, dass alles definiert wird, ja. Alles definiert wird. Aber ich will das nicht definieren, sondern ich will nur sagen, das ist eine offene Idee, darüber kann man reden. Und das kann man auch sehr gut zeigen, als ich zum ersten Mal den Begriff in meiner Habilitationsschrift verwendete.
damals hatte ich mich mit dem Thema postkolonial befasst und habe gesagt, es passt, also Analogie zu postkolonial, so habe ich das verwendet. Und dann habe ich im Laufe der Zeit hat es immer wieder neue Ideen dazu gekommen und halt kontrapunktisch von Said passt ja gut dazu. Und aber auch da gibt es so einen Philosoph aus Österreich, der den Begriff Non-Dualismus verwendet, weil er sagt eben, dieses duales Denken hat die westliche Wissenschaft immer geprägt und dieses duales Denken ist eine Machtstrategie, in der man immer so wer, also das und das auch hier ist die Idee eben nicht dual, sondern eben nicht die Frage stellen oder nicht, ja, nicht darauf hinweisen, dass in der Klasse 20 Kulturen sind, sondern eben von Kindern ausgeht, die da sind, Punkt. So ganz einfach ist das, ja. Also das heißt, dass das nicht direkt auseinander dividiert wird nach gewissen Kriterien, nicht aufgeräumt wird nach der Idee von Ursus Verli, ja. Ich habe eine konzeptuelle Frage zum Postmigranten, wie Sie das jetzt vorgestellt haben. Ich fand interessant, dass viele der Beispiele, die Sie verwendet haben, sich auf sehr urbane Räume bezogen haben, auf sehr transnationale Künstlerinnen und auch hier die Beispiele, die wir auf der Konferenz bis jetzt besprochen haben, es geht um sehr transnationale Autorinnen. Ich frage mich, ob diese implizite und explizite Privilegierung zur Wahrheit vielleicht auch weniger unsichtbar macht in Bezug auf das Postmigrantische. Und ich würde interessieren, was zum Beispiel mit ländlichen Räumen ist, mit der Provinz, was das Lokale in all dem zu suchen hat, das mich interessiert. Genau. Also ich habe mich nicht direkt, aber ich habe dann 6 Jahre in Klagenfurt in Österreich gelebt. Das ist schon ein bisschen Provinz. Wobei das ist schon interessant, auf dieser Vorstellung Provinz und Urban. Also hat man sie bitte binär zu denken. Wenn man das so denkt, dann werden sie auch in Klagenfurt beispielsweise, gab es sehr interessante Sachen, die aber komischerweise nie diskutiert wurden, weil man denkt, da passiert nichts. Ja? Deswegen wird das nie zum Thema. Ja, wenn man zum Thema macht, gab es viele, so, hat mich sehr gut interessiert in so Führungen gewesen, ja, aus einer bestimmten Perspektive über die Geschichte von Alp und Adria Raunitz zum Beispiel. Und das fand ich sehr interessant, die würde ich auch fast postmigrantisch nennen. Wo so gezeigt wurde, ich kann ein Beispiel geben, das war so ein Weinbauer gewesen in Slowenien. Ja, und der dann erzählt hat, es gibt so einen Ort, der heißt Slowenischer Toskana, weil das ähnlich wie in Italien Toskana-mäßig aussieht, mit hügeliger Landschaft und von Weitem sieht man das Meer. Und er sagte, wissen Sie, das war so eine Führung, wo man mit Leuten geredet hat, auf dem eben eher nicht urbanen Raum. Er sagte, wissen Sie, er sagte, mein Großvater war Italiener, mein Vater war Österreicher und ich war Jugoslawe, meine Kinder sind Slowen, wir haben aber immer hier gewohnt. Ja, also hier sieht man eben, also finde ich interessant, wie durch die Kriege neue Grenzen gezogen wurden und die haben immer da gewohnt und änderten sich die Staatsbürgerschaften 6-mal oder so. Ja, auch das hat Einflüsse gehabt natürlich in solchen Gebieten. Und daher würde ich auch, also diese Unterscheidung nicht unbedingt jetzt sondern weil das Unterscheiden immer dazu führen, dass man eben Sachen übersieht. So. Ja, und dann Markus. Und dann, ja. Der Einladung des nächsten Massivlookings ist natürlich sehr wichtig, das ist hier der postmigrantische Ansatz. Gleichzeitig haben wir das Problem, dass natürlich Migration immer noch nicht als normal wahrgenommen wird. Ja. In Deutschland, nicht in Österreich nicht, dass wir weiterhin über Migration sprechen müssen, klarzumachen, ja, das ist Realität, das gehört dazu. Und auch über Rassismus sprechen müssen, weil es ja auch die Realität ist. Wie bringt man das zusammen, ohne dass man weiterhin Migrantismus betreibt? Genau. Ja, das kann man sehr gut machen eigentlich. Ja. Also ein Beispiel wäre, das Buch habe ich, hast du das ja kurz erwähnt, diese Mehrheimisch. Also die Mehrheimisch oder so Begriffe wie Weltheimisch, das sind die Begriffe, die das nicht aufräumen, sondern, also sonst muss man sagen, das ist einheimisch migrantisch, sondern eben alle sind mehrheimisch, Punkt. Und kann man das eben zeigen, was damit meint. In der man sagen kann eben, wenn man sagen würde, ist alles mehrheimisch, der Unterschied ist mehrheimisch. Wenn man sagt, mehrheimisch sein, hat damit zu tun,
welche Bezüge man hat, welche Verbindungen man hat, welche Biografien man hat und so weiter, dann kann man eben auch hier festlegen, dass einige oder der Eltern, Großeltern vielleicht doch von außen gekommen sind, die andere Bezüge haben, auf andere Art mehr heimisch sind. Dann trennt man die Leute nicht einheimisch. Das Problem ist natürlich, wenn man von Kindern ausgeht, heißt aber nicht, dass Migrationserfahrungen ausgeblendet werden, sondern im Nachhinein kann man das zum Thema machen. Es geht nur darum, diese Trennung direkt dazu führt, dass man viele Sachen einfach übersieht oder gezielt übersieht. Also das heißt, im Nachhinein kommt das schon rein, aber nicht eben dieses, ich bin immer gegen diese binäre Trennung. Ne? Ich würde noch mal erstmal ganz herzlich bedanken für den schönen Vortrag. Ich fand es gut, auch dass wir uns gleich am Anfang daran erinnert haben, dass eine theoretische Stärke dieses Begriffs ist, tatsächlich, dass von Anfang an Migration, das Denken darüber als konstitutiv Gesellschaft sieht, nicht wahr? Und gegen diese, deswegen gegen diese Zuschreibung, diese Kompartmentalisierung und so weiter geht. Ich frage mich, ob Sie kurz darüber nachdenken wollen, was das für die Migration heißt, weil Sie auch diese Parallele zu Said und seinen überwiegenden Orientalismus und seine kontrapunktischen Lektüren daran erinnert haben. Aber was Said macht, ist ja eigentlich den englischsprachigen Kanon neu zu lesen. Ne? Also Jane Austen, wir müssen Jane Austen und Joseph Conrad kontrapunktisch lesen. Gibt es Parallelen für uns? Sollen wir in erster Linie tatsächlich, wenn wir jetzt über den Begriff des Postmodernismus für die Gegenwartsliteratur nachdenken, sollen wir in erster Linie deutsch-jüdische Autoren ansehen oder eher auch Daniel Thielmann und Julie C. oder so? Mhm. Was beteiligen wir uns selber an diesem dualen Denken und am Migrantismus, wenn wir von vornherein wieder neue Gruppe kanonisieren auf eine Weise? Mhm. Oder sollen wir mit Sherman Langhoff sagen, nein, aber es geht in erster Linie, um die Idee des Postmigrantischen zu verwirklichen, auf Menschen sehen, die tatsächlich das auch irgendwie als Erfahrungshintergrund haben, als ganz Lebenserfahrung. Also wie. Genau. Also ich vielleicht mal kurz, das ist ein schwieriges, ich weiß es nicht. Ich meine, das Gefahr besteht ja immer, ja, dass man immer irgendwie doch wieder kanonisiert und so weiter. Eigentlich sollte man davon wegkommen, ja. Und ich sage ein Beispiel. Wir hatten nämlich so ein Projekt beantragt. Das war in Wien gewesen, das war ein Science-Projekt, das ist ja aus Wien. Und da ging es um Schulen. Dann wollten wir, habe gesagt, jetzt nicht wieder sagen, migrantische Kinder und einheimische Kinder und tirolerische Kinder, sondern wir wollten über die Kinder oder Schüler und Schüler was machen. Und wir haben das so genannt, Gesichter der Migration haben wir genannt, Gesichter als unterschiedliche und dann als Untertitel Tiroler Jugendliche erzählen ihre eigene Migration- und Mobilitätsgeschichte, aber ohne so Trennung. Und das ist ja interessant, weil auch da merkt man im Grunde genommen, dass viele, die man ist nicht einheimisch, weil auch viele mit solchen Erfahrungen kommen in der Familie, die aber nicht thematisiert wird, weil wir direkt zu der Zuordnung zum Einheimischen. Deswegen, da kommt das nicht mehr vor. Aber wenn man es zum Thema macht, ja, wenn eine, ich habe das sind ja Beispiele, so ein Jugendlicher, der in Tirol aufgewachsen ist, erzählt, dass der Onkel in Südamerika war, oft gekommen ist, Sachen gebracht hat, viele erzählt. Und die Tante in den USA war, später in Bethlehem geheiratet hat und auch, dass sie treffen. Das heißt auch bei den einheimischen Familien, also diese Migrationserfahrung, Mobilitätserfahrung haben wir alle. Nur, es wird anderes erzählt. Also das ist die Frage. Aber was die Literatur betrifft, vielleicht hast du dich mehr davon damit befasst. Aber die Gefahr besteht immer, dass man doch irgendwann mal wieder so diese Trennung. Also die Frage ist, wie könnte man das irgendwie zusammenbringen? Das, was Sie eben sagen, dass man trotzdem das hervorhebt, ja, auch wie Rassismus hervorhebt und so weiter, aber trotzdem nicht wieder in diese Kategorie migrantisch oder. Und das Problem ist eben, dann kommt eben sowas vor, ja, dass so ein, ich meine, da kommt der Hertha Müller auch vor, ja. Und dann, wenn man die Fragen, und das wird in der Schule, als Schulbuch, ja, und wenn man die Fragen liest, das ist echt wirklich merkwürdig, ja, also wie man solche Fragen stellt, ja, und dann noch dazu, dann halt am Ende wieder, dann halt diese ganzen Texte über Migration und Kriminalität und wie man folterlos wird und so. Naja, also ich sage ja, das ist halt, es gibt diese Variante, wo man erstmal denkt, sehr interessant, ja. Und wobei man das nicht Migrantenliteratur genannt hat, sondern Migranten erzählen. Ja. Und das Problem ist, und das ist meine, ich kann ein Beispiel geben,
oder ich habe den Eindruck, dass Migrantsein wie eine Berufsbezeichnung geworden ist, ja, so oder Migrationshintergrund wie eine Eigenschaft, ja. Es ist so ein Beispiel. Wir haben sie eingeladen zum Landestheater, ja. Die wollten von mir wissen, was das Landestheater tun muss, damit mehr Migranten ins Theater gehen. Ja. Ich könnte die Frage auch hier stellen, was meinen Sie, was muss das Theater, Landestheater, ich muss hervorheben, tun muss, damit mehr Migranten ins Theater kommen. Und ich habe ich gesagt, das weiß ich auch nicht, aber die haben mich eingeladen. Ja. Erstens habe ich nie darüber nachgedacht, wer ins Theater geht. Wer geht ins Landestheater? Habe ich gesagt, in das Landestheater geht die bürgerliche Parallelgesellschaft. Ja, geht ins Landestheater. Ja. Darüber kann man nachdenken, also warum nur die bürgerliche geht. Und die andere Frage war natürlich, warum jetzt Landestheater unbedingt ein Migrantentheater haben will. Noch dazu, viele, die kommen, haben wahrscheinlich schon einen Hintergrund. Ja, aber die wird nicht dazu gezählt, ja, die ins Theater gehen, ja. Aber gibt es auch viele, die einen deutschen Hintergrund haben, aber eben trotzdem zu dieser bürgerlichen Parallelgesellschaft gehören, ja. Und die, habe ich mal nochmal nachgedacht, warum sie das tun. Und das haben sie deswegen getan, weil sie viel Geld bekommen, also die Landestheater, die bekommen viel Geld, ja. Und dann am Schluss gehen so viele, so wenige Leute ins Theater, weil es nicht mehr so viele von der bürgerlichen Parallelgesellschaft, dann sagen sie, dass sie bekommen so viel Geld, kommen kaum Leute ins Theater, dann haben sie gedacht, können wir ein paar Migranten ins Theater holen. Das war, und dann noch dazu, sagte mir dann noch dazu, sagte, sie hätten ein postmigrantisches Theaterstück aufgeführt, ja, da gibt es einen, heißt das, bist du Türke oder bist du schwul, ja, da kam da auch kein Migrant, sagten sie, ich sage, das weiß ich auch nicht, das war. Also das haben wir immer noch nicht. Also hier wird das natürlich eher so ein bisschen instrumentalisiert natürlich, ja, wenn man sagt, aber das Problem ist eben, dass das Migrantsein wie eine Eigenschaft oder Ausländersein wahrgenommen wird, eine Kategorie. Man kann natürlich die Frage stellen und sagen, was muss man tun, damit mehr Kinder, mehr Jugendliche ins Theater gehen? Dann ist eine Kategorie oder was oder andere, aber nicht jetzt Migrant oder. Das, auch hier sieht man diesen Migrantismus, wie das überhaupt so funktioniert. Ich glaube, wir haben Zeit noch für eine Frage. In deinem Vortrag war ja sehr aufgeräumt. Ja. Es gibt ja immer auch so ein paar binäre, dann doch wieder Muster. Also einheimisch versus einheimisch, wie man das in der Plural. Das heißt ja dann auch kulturelle Identität, um im Plural zu denken, was ich auch sehr gut finde. Das ist eine Mehrwertigkeit meiner Ansatz. Das finde ich eigentlich wesentlich. Und da würde mich dann doch interessieren, um ein bisschen aufzuräumen. Ja. Wo würdest du denn dann Unterschiede machen, zum Beispiel zwischen also transphobischen Raum und dann diesen superdiversen Räumen? Weil das sind ja auch dann oft die Beispiele, wenn wir in urbanen Räumen angesiedelt haben. Und bei uns, oder da meine Uni auch, Hilbert zum Beispiel. Ne? Das kategorisieren, das auch Räume auf, diese Räume eben auch als superdiverse Räume, ne? Zu umkommen. Also das ist dann nur die Interessenfrage, um das nicht zu verstehen und zu definieren, sondern sozusagen, wo ist die Vielfältigkeit, wo ist die Vielfältigkeit, wo ist die Vielfältigkeit, wo ist die Vielfältigkeit. Und das andere ist dann jetzt im Zusammenhang mit der Konferenz heute, dann den Begriff, da haben wir gar nicht aufgetaucht, der Diaspora. Weil das finde ich so schön, diese Idee von Migrationswissen über die Generationen hinweg. Und dann ist wäre dann für so die Frage, so wann hört das Migrantische auf und wo fängt das Diasporische an? Als Erfahrung so. Oder wo, ja, das ist natürlich dann auch alles immer wieder nebeneinander. Ja. Also das ist einheimischer nebeneinander, neben den vielen Heimaten ja, die ja im Diasporischen mit drinstecken. Wobei ich habe den Begriff, also hier habe ich ja geschrieben, dass das immer so dual gedacht wird, einheimisch migrantisch. Also ich das ist nicht meine, sondern ich kritisiere das und gezeigt eben, was so gedacht wird. Und deswegen dachte ich meine, ich sage, dass ich bin nicht jetzt, sage, so ist das, sondern dachte, mehrheimisch vielleicht könnte eine Lösung sein, weil das sollte man mal sehen, ja. Oder weltheimisch, also wir leben eben in der Welt, ja. Und oder vielleicht das Migrationshintergrund, Welthintergrund, hinten ist die Welt. Also man kann das sehr unterschiedlich halt Begriffe verwenden, weil ich finde ja manchmal so Begriffe schon interessant, weil die ein bisschen irritierend sind oder mit Vielheit. Und dann sagen sie, ja, was heißt Vielheit? Wenn ich Vielfalt sage, sagt keiner was. Alle wissen, worum es geht. Ja. Und da finde ich vielleicht kurz vielleicht in dieser Richtung, vielleicht wäre das weiter zu denken. Es gibt von Zafer Şenojak, der nennt das eine negative Hermeneutik.
Das finde ich sehr gut, nicht positive, sondern es geht um das Verstehen, also ein Missverstehen. Auch vielleicht dessen, man muss halt missverstehen. Auch verstehen ist ja nicht ganz was objektiv, sondern wie versteht man das? Ja? Diese Negative finde ich interessant. Und daher, man kann das auch so sehen, die Transtopische ist die Superdiverse, also das, man muss dann halt, ich weiß, also das kann ich, aber das, was du gesagt hast, dass ich das auch solche Unterscheidungen vornehme, ich habe das mal gezeigt, was ich eben kritisiere im Grunde genommen. Und, aber, ja, ich weiß nicht, wie das in 5 Jahren sein wird. Warten wir mal ab. Ja. Und aber da, genau, ich lasse was wissen, aber das Problem ist genau da, das wollte ich eben sagen. Römmel, das finde ich interessant, weil Römmel sagen würde, wenn sie sagt, man muss die Migrationsforschung entmigrantisieren, finde ich schon interessant, aber dafür die Gesellschaft migrantisieren. Und das war auch die dritte Perspektive, wo man sagt, Migration als Perspektive zu nehmen. Und dann, wenn man das Perspektive nimmt, es gab in Wien ein Beispiel dazu, das war 2011 gewesen, wo die Nachrichtensprecherin sagte, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie, alle Wiener und Wiener, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben, im weitesten Sinne, haben die Stadt verlassen. Dann haben sie die Stadt gezeigt, war leer. Ja, war wirklich leer und dann waren ein paar Tauben gewesen, die man noch sehen konnte, die auch einen Hintergrund haben wahrscheinlich, haben sie nicht gemerkt. Ja. Und das nicht nur jetzt kleine Läden, sondern auch die Popkultur, die Oper, das Theater war alle leer. Ja, das heißt also auch hier, wenn man als Perspektive nimmt, ja, dann werden sie Menge viele Sachen, hat eigentlich immer irgendwie mit der Migration zu tun. Man kann die Geschichten als Migrationsgeschichten erzählen. Also dass diese Normalisierung, das wäre die Lösung. Aber das ist, da sind wir so weit, ich sage ja, dass irgendwie kommt man da nicht weiter. Ja. In bestimmten Kontexten schon, zumindest wird das jetzt debattiert, diskutiert. Aber ja, also vielleicht diese Migrantisierung der Gesellschaft, vielleicht wäre eine oder Migration als Perspektive eine Lösung. Vielen Dank nochmal. Und ich denke, gerade diese Offenheit der Perspektive, die werden wir versuchen weiterzuführen. Ja, vielen Dank.